wünschen von der GEW aus, dass das Thema Lobbyismus und die Herstellung von Unterrichtsmaterialien auch in der Ausbildung bereits verankert ist und in der Fortbildung Thema ist, weil wir glauben, dass Lehrkräfte Kriterien brauchen, wo sie sich orientieren können. Der Materialkompass war ein gutes Angebot, um zu gucken, was gibt es auf dem Markt und ist das glaubwürdig und ist das ausgewogen. Und einstweilen empfehlen wir auch Schulen und Lehrkräften, sie sollen ganz genau prüfen, wer hat das hergestellt, wer hat das bezahlt, welche Interessen stecken dahinter, was wird vielleicht nicht gesagt in dem Material und so weiter. Der Materialkompass war ja zuvor auch ein bisschen breiter aufgestellt. Wir haben als Gewerkschaften uns sehr stark immer bezogen auf den Bereich ökonomische Bildung, denn da findet naturgemäß sehr viel Lobbyismus statt, im Bereich digitale Kompetenzen auch. Im Prinzip könnte man aber ein Prüfangebot auf alle Fächer ausweiten, weil alle Branchen sich mittlerweile engagieren in der Herstellung von Unterrichtsmaterial. Die Lebensmittelindustrie, die geht in den Bio- oder Sachkundeunterricht und die Chemieindustrie ist bei Chemie und anderen Naturwissenschaften präsent. Also insofern wäre natürlich eine Erweiterung wünschenswert.